Na gut, dann nehme ich eben das ganz dicke Ding mal mit. Wenn er ganz große, ja, ne, pass. Aber nur ein Schuss mit dem Mann. Ja, ja, das ist kein Sturmgewehr. Guck mal. Ich habe auch nur einen Schuss immer mit meiner Waffe. Was hast du genau für ein Ding? Das ist der Dominator. Die zwei Waffen, die wir jetzt haben, die zählen als die Top-Waffen gegen die Roboter. Okay. Mal sehen, ob er die dicke Panzer hat. Was gefunden? Besser kaputt kriegt. Grabsteine. Grabsteine. Was sehr interessant ist, ganz ehrlich. Das ist durch den Splash, der mich den das Ding macht, der. Der Penetrationsschaden kann die Rüstung nicht erzielen, aber der Splash. Okay. Okay, das hat Flächen. Da war ich. Ich habe geguckt, ob das Flächenschaden macht, so wie du gesagt hast. Ja. Bordfabrikant, östlich, 50 Meter. Oh, das ist eine große, glaube ich. Okay. Also was? Hier. Testen wir mal mein Glück mal. Wer trifft nicht irgendwas? Boah. Oh, da unten ist das noch alles. Verdammt. Da unten geht die da. Ja, da war aber nur eine einzelne. Da unten ist eine ganz große, sehe ich gerade. Oh, da ist ein Geschütz. Da hinten ist ein Geschütz. Schieß schon mal auf das Geschütz. Ja. Ja, ich gewusst, ich dachte, da wäre da direkt. Boah. Ich gucke einfach so nach links, sehe da so eine riesige Festung, ey. So. Na, okay. Oh nein. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Warte auf. Hier wird einmal angeschossen. Aber das ist noch am Leben, natürlich. Ja, genau von da. Hab ich halt angeschossen. Da ist halt ein Hulk hinter uns? Nee, okay. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die gepanzerten Gegner gehen ganz schön schnell kaputt dadurch. Ist er kaputt? Also ein gepanzerten Gegner war das, ja. Das ist sehr schön, also drei Schüsse oder so hat das gebraucht, aber der. Kaputt. So, wirft die Sache ein bisschen ab. Was ist denn da für eine Scheiße? Die kommen die ganze Zeit von über den Berg darüber gekrabbelt irgendwie.
denn? Da guck mal. Der da. Mann, ich bin gar nicht da. Wie kommen die ganze Zeit von dem Berg da runter, ey? Mein Gott. Ah, ich wünschte, ich hätte meinen 380er Dingen. Ja, dann wäre ich ganz gut gewesen, ne? Weil das Geschütz ist schon mal kaputt, ja. Ein bisschen näher rangehen, ne? Ja. Wenn du noch eine Minute warten kannst, dann. Wir sind sowieso noch Gegner anscheinend. Da ist ein Hulk. Und da ganz hinten ist auch einer. Elite-Feind, südwestlich, 100 Meter. Wo bist du? Da. Hat die Fabrik nicht getroffen? Dreck. Ich krieg da nicht mehr mein Granatpistole. Ja, und bei mir ist auch einer, habe ich gerade gesehen. Wir schauen uns gegenseitig an. Ich glaube, er ist tot. Jawohl. Meiner ist weg. So. Wir sind in der Nähe der Fabrik. Ich würde da weggehen. Ich mach die gerade kaputt. Huh. Ja. Ich habe meinen Dicken da eingeworfen. Hoffentlich trifft er was. Ich will nicht allein geschützt, geh weg da. So, irgendwas kommen. Gott. Nein, ich hab den. Nein, ich hab keine Raketen mehr. Ah, sehr gut. Da, Eck ist weg. Der dich verfolgt hat. Okay. Fordere Vorräte an! Ausrüstungspaket trifft ein. Trifft doch! Wir benötigen ein Geschütz! Ja, noch Gegner. Oh, mein Geschütz, bitte. Gott nur! Nimm das! Ja. Okay, er hat keinen. Keine verschiedenen Feuermodi, das Ding. Okay. So, ist da jetzt noch lief er noch relativ schnell, ja, für eine große Fabrik. Ja. Nachdem wir müssen. Ja, ja, dadurch ist halt kaputt gegangen alles. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ja. Echt jetzt, ihr habt hier nix? Oh, Leute. Sobald man das Geschütz als erstes erledigt, ist halt ganz schön chillig, ey. Sollten wir uns angewöhnen. Hier ist eine Probe, geil. Ich finde hier auch nichts. Da hinten läuft ein. Da hinten läuft ein einsamer Roboter. Machen, ey. Also hier ist noch eine Probe. Diese Probe wird uns im Krieg weiterbringen. Noch einer, yeah. Der patrouilliert einfach so ein einfach. Ich sehe immer auf Felder, wie viele Proben da immer sind, ey. Da sind irgendwie seltene Proben, sind da Standard, ey. Da sind immer mal 5-6 Stück oder so auf einmal, ja, an einer Stelle, ey. Und? So, willst du mich unterbrochen, was wolltest du sagen? Naja, ich sehe nur, ich habe die ganze Zeit nur beobachtet, wie so ein Roboter so einfach gechillt durch die Gegend gelaufen ist. Ja, was du da? Ich habe ein Landungsschiff kaputt gemacht. Okay. Kaputt
Ah, da ist das nächste. Ja. Ich schaff mal einen Adler in das Ding da rein. Oder nicht? Und Zeit zu sparen. Haben wir schon mal erledigt. Ich habe das Gefühl, die haben die irgendwie heller gemacht. Das ist wie, beim ersten Mal. Ja. Okay. Ja, so schlecht ist die Waffe nicht. Schiff, wo da hinten nordwestlich. So, Gott, die sind voll viel Fässer gewesen. Oh, Landungsschiffe sind hier irgendwo in der Nähe. Wow. Schießen schon, bevor wir überhaupt da sind. Wow. Ach so, das hat. Da war das Schiff, das du gerade abgeschossen hast. Oder nicht? Ich werf mal dicke Ding da rein. Okay. Mit dem ersten Ding schon. Oh, ich sehe nichts. Was macht den einen kaputt? Da war er sogar. Die eine Fabrik hätte er auch noch erledigen können. Hier. Der läuft einfach zum Geschütz. Ah. So. Wir gehören ja nur zu dem Ding hier, zu den Luftschiffen. So. Irgendwie haben wir ja noch eine Rettungskapsel. Ja. Aber sie sehen uns auch nicht. Der nur hin. Ja, so genau so im Prinzip ist das. Das ist, als wenn auf einmal deine Hände vor dein Gesicht hältst. Ja, ja. Ja, bei Babys. Aber das sind Roboter. Ja, wir sind genauso intelligent, ne? Das ist immer die Frage, wo kommen die Roboter her? Ne? Haben die sich selber gebaut oder haben wir die gebaut? Ja.
Würde mich nicht überraschen, wenn wir dann losgetreten haben. Wir haben ja auch das Problem mit den Insekten losgetreten. Ja, wir warten nochmal. Ja, das sind im Prinzip, wir haben die wie Farmtiere behandelt. Wir haben das Öl von denen, produzieren Öl oder so als Nebenprodukt, als Treibstoff. Wir produzieren irgendwas, was wir als Treibstoff benutzen. Wir haben die halt überfarmt und dann sind die Farmen zu viel geworden und dann, ja, die sind zu schnell gewachsen. Da hatten wir keine Kontrolle mehr über die hatten. Wir haben das geschafft, auf verschiedenen Planeten hier zu sein. Ja, das ist es ja. Wir haben die da hingesiedelt. Ach so. Und da sind die mal, die sind überrannt. Die haben dann irgendwann haben wir die nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Die haben die ganzen Farmen überrannt und haben den Planeten übernommen. Ah, deswegen siehst du überall so Farmen. Ja, ja, klar. Kennzeichen der Position. Kannst du ein Ding zum kaputt machen? Nee, ne? Du kannst es kaputt machen, aber das bringt nichts. Also das ist kein Ziel, das bringt keine Erfahrung oder sonst irgendwas. Aber ich will nicht mal sehen, ob man das kaputt machen kann. Ah, natürlich den nicht. Neues Magazin. Ja. Ah, der ist ja so ein Shit-Typ. Ja, Raketenwerfer. Ja, blöder Felsen, geh mir aus dem Weg. Das Stärke an der Dominator ist, weiß ich nicht, die macht viel Schaden und die tut die Roboter, tut die zurückschrecken lassen, wenn man auf die schießt. Das heißt, solange ich auf die schieße, können die praktisch nicht zurückschießen. Ja, und die hat sehr viel Schaden, ey. Meine hat nur 200. Seltene Probe gesammelt. Ja, das ist auch schon ziemlich viel da, ne? Ja. Das ist mehr als die meisten Sturmgewehre. Ja. Ja. Das Sturmgewehr, das ich sonst immer benutze, das hat nur 80 oder so Schaden. Das zählt für den starken Sturmgewehren. Ja, das ist aber auch mehrere Schüsse. Ne? Ja, ja. Hat das Sturmgewehre sind sowieso eher mehr so ein Witz in diesem Spiel. Also die werden nicht wirklich ernst genommen, ey. Leer. Ja. Der Schwora sieht die zum Beispiel leichter auszuschalten. Ich muss immer genau die Beine treffen, damit ich damit ausschalten kann. Ja, das ist nicht einfach. Aber ich kann die auch nicht so gut treffen. Ich bin einfach hinter ihn gelaufen. Ich beim Fahrrad erschossen. Wenn es um die Diskussion geht, welche Waffe besser ist, weiß ich nicht. Die Dominator ist vielleicht besser, aber die ist schwerer zu benutzen. Kommt auch ein bisschen an, gegen was du kämpfst, ne? Ja, ja. Mal gegen Insekten ist die jetzt nicht so dolle. Kannst du dagegen, du kannst alles gegen Insekten benutzen. Aber effektiv ist die nicht wirklich. Ich benutze auch eine andere Waffe gegen die Insekten. Mhm. Weil da so viele kommen, sind besser, so viele Schüsse wie möglich abgeben zu können. Hm. Vielleicht sollte ich mich darauf auch mal fokussieren. Du siehst aber, wie ich überrannt werde. Ja, ich werde auch überrannt. Wir werden alle überrannt. Du wirst überrannt, ich werde überrannt. Hab das gefunden. Wir beide werden überrannt. Hey, was geht? Ja, aber das Spiel Rev, das kenne ich auch. Da haben schon andere YouTuber gespielt. Ja, ich habe auch schon der Ewigkeiten gekannt. Nein. Ja, ich wollte ja schon lange spielen, aber kam irgendwie nie dazu. Mein Gott, wenn ich nichts drücke, dann bleibe ich in diese Position. Was? Wo bist du denn? Wenn ich mich nicht bewege, bleibe ich einfach in die Position. Oh, gut zu wissen. Magazin. Oh Gott. Okay. Wenn den Insekten gehen, dann nehme ich mal den Flammenwerfer mit. Ich glaube mal den Erfolg machen. Ja, ja. Und ist nicht so schwer gewesen eigentlich, wenn du ihn die ganze Zeit benutzt. Ja, ja, klar. Gegen den Insekten ist das nicht so schwer. Muss nur darauf aufpassen, nicht
deine Kollegen abzufeiern, was in deinem Fall ich wäre. Ah, du verkaufst das, Daniel. Ich sag dann so, Daniel, wenn ich dich abwechsel, dann sag ich einfach 50 Meter. Sorge, Daniel, ich verzeih dir. Ja. Ich verzeihe dir, nachdem ich dich getötet habe, genau. Entschuldigung angenommen. Warte mal, Ding ist doch exklusiv, oder? Aua. Ja, dann kannst du die Fabriken, so exklusiv ist die leider nicht. Tut mir leid. Ich weiß, was du dir jetzt gedacht hast, aber so exklusiv ist die leider nicht. Na, Mann. Ich treffe dann einfach nicht mit der Kanone. Na, Schilde. Zwei von denen natürlich. Einen habe ich. Okay, oh Gott, ich habe keine Spritze mehr gleich. Ah, was? Ah. Wie von mir eliminiert. Ich wurde in den Rücken geschossen. Ich wurde in den Rücken geschossen, ganz offensichtlich. Aber irgendwie. Nee, ich wurde durch mich selber erschossen anscheinend. Ich habe gesehen, wie ich in den Rücken geschossen wurde, aber irgendwie sagt das Spiel so, ne. Zeugs, da ist mein Zeugs. So, eine Probe hat hier gesammelt. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Primär ziehen nahe eure Position. Für den Wohlstand! Ich will nach hier rein auf den Marsch, Evo. Ich mich dagegen nicht. Ha. Der wird dann voll ignorieren, ne? Okay. War noch getroffen. Boah, da ist auch noch eine Fabrik. Eine kleine. In dem Ding wieder. Okay. Oh, mit einem Schuss getroffen. So, Proben irgendwo. Keine Proben. Alles okay bei dir? Mein Gott. Oh, das, 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 das. Ja, ja. Das war sehr merkwürdig. Ich habe mit allen Schüssen verfehlt. Mir ist die Munition ausgegangen, da bin ich einfach zu ihm hingegangen, habe ihn kaputt geprügelt. Ah, das ist eine Mikrowelle bei dir. Ja, okay. So. Jetzt habe ich die Situation unter Kontrolle. Wir haben gerade Verstärkung gerufen, aber ich habe das schon abgeknallt. Ja, hier ist ein Terminal. Oh, das ist ein Luftabwehr. Flugabwehr, boah. Ist klar, wir finden dann wieder, wenn wir gleich mit allem fertig sind. Ja. Danke. Meine Güte. Bitte. So.
da ist noch eine Fabrik in der Richtung. Ja, ich sehe schon. Versuchen wir, ob ich meinen Adler da reinpacken kann. Aber da sind eine Sekunde. Leute. Da sind ein paar. Oh! Die haben alle Feuer auf mich eröffnet auf einmal. Oh mein Gott. Okay. Alter, du da hinten. Bleib mal ruhig. Und mein Adler da reinwerfen, aber da habe ich gesehen, da unten waren voll viele. Haben sie sich alle auf einmal zu mir umgedreht. Alle gleichzeitig das Feuer eröffnet. So. Ich glaube, es hat getroffen. Alter. Da steht ihr denn da alle in die Blumen? Ha. Alter, Alter. Die Kettensägen-Typen, die sind immer noch genauso. Schwierig, Falken. Bin ich. Fordere Vorräte an! Ja, muss ich auch was werfen hier. Was? Von wo? Also, wir haben Flugabwehr. Ja, ich weiß, ich hab da wenig Vertrauen in das, ich ganz ehrlich hier. Was ist da hochgegangen? Noch nicht. Ja, doch. Dauernd irgendwas in der Luft. Ja. Au! Wer? Was? Entdeckung! Ja, darf ich mal jetzt durch? Okay. Ich will nur gucken, ob wir Proben sind, Leute. Ja, ich komme nicht durch. Ja, auch nichts mehr. Sollte aber noch einige Proben geben, ne? Ja, eigentlich so. Oh mein Gott. Ja. Noch drei Finn kann ich die ja droppen, dann kannst du die ja einlagern. Ja, das ist die Trophäe. Wir haben noch 11 Minuten. Oh, da ist eine Höllenbombe da oben. Markiere Position östlich. Oh nee, Mann, jetzt ist der Leute. Wo bist du? Da bist du. Oh Gott. Aber hier sind viele Gegner. Viele Gegner. Weil hier sind auch viele Gegner. Wir benötigen ein Geschütz. Mach ich hab das Schild nicht bekommen. Ich komme zu dich. Autsch. Ich bin bei dich. Aua, der hat mich eben schon drin. Schon hat er mich getroffen. Okay, ich
rechten Seite alle weg, ja, ne? Naja, da ist noch einer. Mit was klappt der sich denn? Ich hab keine Ahnung, ich kämpfe gegen uns bei den Dementoren, nehm ich mal. Okay. Das ist auch nicht schlecht. So. Irgendwie ist ja auch nichts mehr auf der Karte. Wahrscheinlich alles auf der. Ja, so ein Licht war da, glaube ich. Komm, ziehen wir da durch. Die drei Proben. Ich weiß noch nicht mehr, wie man die droppt. Nein, ich muss sie ja für dich droppen. Ja, ja, ich kann ja nicht. Ja, vielleicht finden wir die ja noch. Eine normale. Ist noch eine. Und dann können wir abhauen. Ja, eine Radarstation wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bin am Terminal. Ich weiß noch nicht mal, wie man die droppt, die Proben. Nehmen die mal. Was von einer finden, sammelst du die ein. Schon irgendwo werden wir ja auch noch was finden. Müssen wir irgendwas machen da? Achso. Schon 2 von 2, deswegen. Ein Radar. Okay. Bin ich gerade zurückgelaufen. So. Ja, auf der rechten Seite war. So. Irgendwo wird vielleicht seinem evakuierenden Ding auch noch eine. Oh Gott, das Raketen. Aber da ganz hinten ist ein Hulk. Da ganz hinten. Wow. 50 Meter. Ja, da bin ich schon auf dem Weg hin. Oh, 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 oh. Seid ihr denn am Husten? Nee, das ist nur Schnee. Hat er ihn angeschossen? Ich habe eins gemacht, der kommt trotzdem. Ich habe den einmal angeschossen. Er lebt noch, natürlich. Der hat einen Flammenwerfer. Bleib weg von dem. Oh mein Gott. Ja, hinter uns sind voll viele. Magazin leer. Was war das? Ah, ein Flugschiff. Da mehr als in der Höhenpumpe, weil der hochgegangen ist. Na, gehen wir mal. Da sind noch 2 Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Wo wir mal in der Evakuierung sind, 15. Aber sogar 5 seltene Proben. Geht uns noch. Höre Gegner, wo seid ihr? Okay. Das ist der Berlin-Sender.
ist gleich hier. Findest du? Ja, weil nicht, das schießt nicht auf die Triebwerke von den Schiffen, das schießt irgendwie auf den mittleren Körper, weil die auf gar keinen Fall one-shotten kann. Ganz halt erst meine Ausdauer. Ja. Ah, eine seltene Probe. Oh, jetzt noch eine Probe. Jetzt noch eine Probe. Komm hier hin. Dann haben wir ja ab. So, dann sind wir zwei sogar noch. Okay, jetzt raus hier. Hat Bild einer aufgenommen? Nee. Okay, dann haben alles klar, okay, keine Ahnung. Müsste ich jetzt 17 haben, ich habe ja rund 15. Was? Der 16, okay, ich verstehe. Hier wurden gerade zwei Proben angezeigt, ich habe die aufgenommen, aber irgendwie habe ich jetzt noch trotzdem nur 15. Ja. Alles klar. Ich glaube, eine war die Markierung, die ich gesetzt hatte. Okay. Okay, ich habe einen Probenbehälter fallen gelassen, aber da dürfte eigentlich gar nichts drin sein. So, meine seltenen Proben. Ah, ja. Schon sagen, ich habe auch keine mehr. Schön groß von der Demokratie. Oh, da hinten kommt ein Hulk. Ich habe mal mein ganz dickes Ding reingeworfen. Aber ist auch eine Probe. Das muss ich nur noch überleben. Oder die am Ende einsammeln. Ja, jetzt schon wieder los. Ihr habt jetzt durch diese ganzen Explosionen geschafft, Leute. Puh. Kopf einfach weggeflogen. Ist er halt noch am Leben gewesen? Ja, ich hab ihn nicht gekillt. Der kommt da. Ich hab den einmal angeschossen gehabt, aber der lebt noch. Der ist auf jeden Fall doof. Ja. Extra gewartet, bis das Kreischen auf das Auge war. Da kommt schnell töten. Okay, ich habe noch meine Tasche. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Magazin leer. Ja, Landung von Pelikan 1 im Gange. Gib Gas! Komm rein. Hätte ich dich töten müssen, um die Proben einsacken können. Weil voll nichts gemacht hätte, weil ich die Trophäe schon habe. Ja, ich will es noch mal haben, ja. Ja. So, einmal ist leer, ja. Cool. Nicht schlecht. Schon wieder Leute evakuieren.
Die Verbeugung. So. Ja, Präzision 51, 52. Freiheit siegt erneut. So. Aber warte mal, ich brauche noch. Ich brauche nur 7, dann kann ich das hier nehme ich an. Oder mehr Waffen. Ja, mehr Waffen nehme ich an. Dann nehme ich noch mehr. Will ich eigentlich als nächstes holen auf dem letzten Ding. Ich glaube den Anzug, ne? Ich glaube ja. Okay. Ja, wir haben noch nicht die zweite Mission erledigt. Also, okay. Wir müssen ja mal 2 Missionen machen hier für, für die Operation. Danach können wir. Aktiviere Orbitaldüse. Also sonst ist das ja Verschwendung. So. Forschungsstation. Ah, das sieht wohl nicht sicher aus. Wieso kann ich mich nicht da ein? Irgendwie kann ich mich nicht da ein. Da müssen wir halt so. Okay, so. Mir hat ehrlich gesagt mein 380er Ding gefallen wieder. Und sonst wüsste ich sowieso nicht, wann ich ihn nehmen soll. Ich frage mich, ob einige Leute, die Videos anschauen, ob die irgendwie voll am Facepalm sind, wenn die unsere Builds sehen, unsere Ausrüstung, die wir mitnehmen. Gar nichts an falsch. Andere schaffen das da auch. Gegner. Verstehe nicht, was du mir damit sagen willst. Der Bisse stärkere Waffen. Ich muss ja nicht immer auf irgendwas hinaus, dann. Ich sag einfach mal gerne Worte. Oder hat ihn da schon wieder verstärkt? Okay, macht alles klar. Da, so, was zum. Nein, da wollte ich nicht vor. Da kommt schon gleich der nächste. Also okay. Ja, da hinten. Ja. Das, what the fuck? Magazin leer. So. Was ist passiert? Rede mit mir. Da. Okay. Ja. Aber du hast doch deinen mächtigen Schild. Ich sehe ja gar nichts. Wir sind überall. Blöde. Überall diese Luftschiffe. Bitte. Vielleicht sollten wir erstmal dahin gehen zu dem Auge. Wir haben es doch gar nicht im Auge. Ich habe gesagt, er hat uns doch gar nicht im Auge. Ich habe ihn nur Auge verstanden und dann trommeln. Ah, weg mit dich. Der lebt noch. Oh geil. Ja, ich bin tot. Wie ist das passiert?
bedeutet, dass Foxy noch immer noch am Leben ist. Das bedeutet, dass sie hier vermutlich immer noch schwarz ist. Das heißt, dass sie bewaffnet und gefährlich ist. Verstärkung immer mal. In die Fabrik rein. Bereit zum Vortrag. Taxi, du rassistisches Arschloch, und schießt auf den Fernseher. Was? Ja, der What the? Ja, ich hab einen Präzisionsschlag hier reingehauen. Oh. Das ging relativ schnell. Jetzt haben wir ein paar Toten, aber da passiert mal. So, wir müssen erst einmal, ich glaube, wir sollen jetzt mal Ding hier holen. Dann machen wir unseren Weg nach oben zu den zum Reagenzgläschen. Was war das denn da schon wieder? Ja, ich wollte den erledigen, aber der Schuss ging 6-mal daneben und dann hat er Verstärkung berufen. Bordfabrikant, nördlich, 50 Meter. Da! Bord Außenposten! Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Dinger sterben so schnell. Verletzung? Was für eine Verletzung? Neues Magazin. Das ist auch eine Fabrik, mein Gott. Sportfabriker, nordwestlich, 50 Meter. Hab was gefunden. Warte mal hier, warte mal hier. Wow. Von wo? Da, da hinten. Mein Leben für Übererde. Magazin leer. Magazin leer. Oh Mann. Oh mein Gott, wo kommt der her wieder? Ah, die kommen immer näher. Alter. Du hast eine Knarre, warum kommst du so nah an mich ran? Und sag nicht, damit du mich besser treffen kannst. Ich brauche Nachschub. Ja, ich auch. Werfe Vorratsbarke! Ausrüstungspaket unterwegs. Na, warte mal vorne. Ach, das ist die Evakuierung. Nee, was? Nee, da müssen wir Leichen. Mein Gott. Markiere Karte. Garage. Weit weg. So. Hol erst mal deine Vorräte hier. Ja, ich habe gerade hier schon Munition aufgenommen. Jetzt. Dann nehme ich da dem. So, ab zur Mission. Was ist das für ein Zeichen? Ach so, aber das Auge. Eine kleine Fabrik auch so sein. Wenn nicht. Gott. Hey Leute, wie geht's? Nein. Oh, du. Muss ja unbedingt noch was rufen hier.
mein Gott, ich krieg den nicht. Was macht der da? Der stampft die ganze Zeit nur am Boden. Ich weiß, der hat ja einen auf ihn gemacht. Der hat den Laternenmaster irgendwie. Wir waren eine einzelne Fabrik, die ich kaputt gemacht habe. Ja, hab ich gesehen. Oh Gott. Oh, ich direkt vor mir. So. Ah, eine Rakete muss natürlich wieder treffen. Die Wand geschossen und sich selber getroffen, glaube ich. Ah, nee, doch nicht, schade. Oh, wäre so gut gewesen. Ja, ein Raketenwerfer gegen die Wand geschossen. Au! Ah, was war das? Oh. Boah. Aber schon wieder. Ich habe das fast. Der Granate ist vor mir explodiert und irgendwie ist das fast daneben explodiert und hat mich angezündet. Die Demokratie ist gelandet. Hey. Noch 30 Minuten für die Mission. Wo bin ich hier? Doch, bitte. Da kennen wir Typ gerade auch die Laterne an. Der lebt noch, was? Da ist noch ein Raketenwerfer-Typ. Da ist noch einer. Mein Gott, das ist aber gut. Da ist auch noch einer. Bitte. Wie viel? So nicht mal. Magazin leer. Ich gehe ans Terminal. So, ach so, das Ding wieder anfordern. Nee. Wir benötigen ein Geschütz. Ein Krieg wird abgelegt. Ich bin am Terminal. Die Großen sind schon an deinem Geschütz vorbei. Boah. Kann ich sagen. So, da war da noch einfach glänzen gesehen. Ja, ich wollte gerade auch mal gehen. Verstärkung!
Oh Mann, ich bin gerade am Nachladen. Nicht auf mich, nicht zu mir rüber kicken. What? Ja, meine Güte, ey. Das sind ja alles. Kein Nachschub holen. Dann ist auch noch eine Fabrik, sehe ich gerade. Ja. 50 Meter. Ja. So, bis auf die andere. Dann gehe ich auf die. Oh Gott, oh Gott. Finger weg, Finger weg, Finger weg. Ich bin scharf. Geh weg. Was ist passiert? Mittlerer. Ich wollte da rein geschützt, ich wollte mich ducken, aber der hat sich irgendwie nicht geduckt, also bin ich gedeift. Und dann bin ich genau in die Mine reingerutscht. Ja, ich wollte mich nur ducken, ich wollte, der hat sich aus irgendeinem Grund nicht geduckt, der, also bin ich gedeift. Dann hast du zweimal gedrückt, ne? Ja, und dann ist der in die Mine genau da reingerutscht. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr meine Sache. Ich geh rüber. Oh, was so. Weiß ich nicht, was mal los, ey. Warum schießen die jetzt so schnell kaputt? Meine Güte, ey. Meine voll einfach die Dinger kaputt, die. Meine Güte, ey. Oh, ich bin hier so weit von tot. Das Schiff ist direkt über mir gelandet. Ich hab's verfehlt, leider. Wäre vielleicht besser, ne? Sonst hätte ich das getroffen. Ich komm hier nicht raus, ich häng fest. Oh, Leute! Ich halt. Alter, ich bin tot. Oh, ich häng hier in der Ecke fest. Ich komm hier nicht raus. Mist, geil. Wieder nachladen. Ist ja Proben. Also nicht. Na kommt er mir vorbeigeflogen. Eine Probe gesammelt. So, okay. Weiter geht's. Oh Gott. Kleinen Umweg hier, aber was soll's. Schauen wir schon. Wir sind wieder im Geschäft. Keine Sorge, Adler 1 ist wieder im Geschäft. Nordöstlich. Eine Fabrik oder ist das eine? Ne, das ist Minen, ne? Ne, da ist eine Fabrik. Markiere Position, Bossfabrikant. Nordöstlich. So, und dann ist Adler wieder im Geschäft. Ja. Gott. Ah, das noch eine, ist klar. Warte. Ah, schade. Ja. So. Und die Sicht ist wieder da. Okay, ja stimmt. Geht auch. Ich hab den gar nicht gesehen, der hat sich da versteckt.
Na, nichts hier. Warum nicht? Mein Charakter sagt gar nichts. Oh Gott, ich laufe ein bisschen so da rum, weil da ist überall Wasser. Ja, ja. Da passiert doch mal. Nein, 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 nein. Da kann das Raketen. Das ist weg. Mal eine Fehlfunktion, ne? Ah, es ist dann sogar ein Easter Egg. Aber als einsatzbereit. Es gibt ja die Theorie, dass die Roboter früher immer Menschen waren. Warte, und in dem Moment, wenn die sich irgendwie so bewusst so, oh Gott, was mache ich hier gerade? Ja, das ist die Vermutung. Es gibt auch eine Vermutung, dass wir bald gegen die Hive Lords kämpfen bei den Insekten. Die was? Die Hive Lords. Okay. Ja, das sind halt Könige praktisch. Hm. Na klar. Was willst du mich darüber? Wie die Bienenkönigin von einem Nest. Ja, ja. Die herrschen über, ich weiß nicht, wie die aussehen. Da gibt's kein Design für. Was sagen die ganze Zeit, dass die hier auf einigen Karten irgendwelche Geräusche aus dem Boden hören? Dass das die Halflaut sind, die, weiß ich nicht, die. Ich halte ich da, das ist der, ob die Leute noch wieder am Spinnen sind. Der Rufverstärkung. Ja. Oh mein Gott. Oh ne, da war direkt neben mir, danke. Ist beinahe getötet. Du hast ja nicht mal Schaden genommen, ey. Ich war beinahe da gestorben. Was? Ich war bei euch. Der hat doch gar nicht so eine Explosionsradio gesehen. Ich bin danach direkt geheilt. Wir waren da gestorben dadurch. Okay. Hätten eine Probe geschafft, seid ihr da nicht. So, auf. Oh, Bruder. Vordere Vorräte an. So, ah, da ist ein. Ich hab da genau zu einem Halt geworfen. Westlich, in der Nähe. Na, vielleicht nimmt er das ja, wenn du Glück hast. Wenn ich mal einen Kollege. Hey, ja, der war ja auf einer Seite, nur vor der mir aus dem Weg. Ha. Pass bloß nicht unsere Dinger an. Er hat Schaden gemacht. Nee, ne. Ja, ja, deswegen. Oh, ich habe gleich keine Munition mehr. Nein. So. Okay. So, ich brauche den Nachschub. Ich habe keine Muni mehr. Meine Primär. Ja. So, hier. Da steht noch einer. Was zum? Gott. So, oh, da ist eine sehr große Fabrik, aber ich glaube, wir sollten erstmal die Hauptmission machen. Sogar schon. Wow. Geh weg von mich. Geh weg. Magazin leer. Du bist so schwer damit zu treffen, der Dominik. Ey, der Schuss, kein Schuss. Hast du nicht schon länger? Ja.
Ist ein Geschützturm? Nee, nein. Nee, das ist ein Auspuff, Schornstein. Da oben ist noch eine kleine Fabrik. Hm. Naja, bevor wir die große machen. Von der großen werfe ich meinen 380er Ding rein. Dann sag ich dir jetzt schon mal, da hinten ist ein Geschütz, glaube ich. So. Wer trifft irgendwas? Gott. Ich weiß. Ich hab's auch provoziert. Oh ja, da auf der rechten Seite ist auch eins. Gehst du auf das rechte? Der rechte ist tot. Linke auch. Ja. Sehr gut. Und dann geht es jetzt mal aufziehen, ne? Ja. Schneeball. Landungskräfte! Jetzt die Fabrik machen. Ja, wenn wir schon mal hier sind. So, da wäre ich noch ein Artline. Hier kommt die Kavallerie. Da kommt ein Artline, ja, ja. Bitte geschützt! Oh Gott. Alter! Okay, wer ballert da wie ein Blöder gerade? Oh, oh, da ist er. Panzer, auch noch. Der kommt direkt auf dich zu, dann kommt der Alter auch. Ah, war jetzt noch am Leben, ist klar. Geh mal weg, ich muss nachladen. Nein, ich habe daneben geschossen. Oh, nee, ich habe nicht auf den geschossen. Ich hab's zwei getroffen. Warte, ich. Der Alk ist auch tot. Da. Ja. Ja. Ja, ich bin noch hier hinterm Stein, du. Ja. Ja, muss auch noch einen anderen Arm, Kollege. Schlimmster mal hinter uns. So, ich habe keinen Panzer gesehen, also. Und dann sagt sie jetzt weg. Das. Ja, ich habe nicht gesehen. Aber. Aber ich muss erstmal die ganzen Raketenwerfer hier verlegen. So, einer ist weg. Sieht westlich. Markiere Position. So, hier ist Munition, falls du brauchst. Vorräte. Komm, ich würde, ich hab noch ein Magazin, ey. Da, wo sei er? Ich sehe euch, ja, ich sehe euch durch diesen Schneesturm. Aber, dann habe ich dich gesehen. Auf der anderen Seite, ja. Oder? Oh, leider, ich höre euch noch.
Da ist einer mit einem Geschütz. War nicht mal an. Na dann, Kollege. So. Zwei Fabriken. Oh Mann, oh Mann, ah! Warte, kommt ihr mal hier rum? So, hinter dir, auf der Seite. Ah! Er hat eine Granate an mein Geschütz geworfen, ey. Der Sack. So. Nochmal kaputt. Ja, müsste alles kaputt werden. Bium, bium, bium. So. Ja, wenn das Schiff immer in den Boden so reingeht. So, ich finde ja keine Proben, aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. So, oh mein Gott, wir haben ja die gesamte Karte leer gefegt. Ja, eine Fabrik gibt's da noch. Naja, ja. Weiß nicht, ist das eine Fabrik? Das sieht so klein aus. Ja, das ist nur eine Fabrik. Okay. Oh mein Gott, ich hab noch alles. Kennst du den Film Gladiator, Daniel? Nee. Mit Russell Crowe? Nee. Wieso? Nee, echt nicht. Vielleicht schon mal davon gehört, aber gesehen bestimmt nicht. Weiß nicht. Das ist ein alter Film. Jetzt nach 20 Jahren kommt ein zweiter Teil davon. Okay. Sie haben nur wieder Mist gemacht. Das hat auch wieder Starbesetzung, der Film. Die haben nur wieder Mist gemacht, weil der Trailer... der Trailer, der war... Da ist ein Hulk. Der Trailer war gut, weil überraschend ist für die heutigen Filme. Aber die Musik für den Trailer, die war voll für den Arsch, weil das irgendwie so ein Rap-Song war, der irgendwie mit, weil ich, das spielt zur Zeit von Kuchen, weißt du, dann hat, ja, Tat gibt's nicht. Ein Rap-Song, der passt nicht wirklich zu Gladiatoren. Nee, irgendwie nicht. Aber das ist das Problem von vielen Trailern. Wir benötigen ein Geschütz! Ich hab voll daneben geschossen, aus irgendeinem Grund, hervorragend. Aber ich hab den von hinten angeschossen, ich dachte, da ist eine Schwäche da hinten. Da sind zwei! Ah, auch nicht mehr Schaden als... Da finde ich halt nicht schwer gepanzert an der Stelle. Aber ich bin jetzt sowas am Tode. Schärp, schärp, schärp. Gott, meine Raketen. Warte, ich helfe vielleicht. Ich hab den Hulk. Da ist aber noch einer. Okay, gut. Er ist weg. Gut. So. Oh, Leute. Wir müssen ja noch Leute evakuieren. Zum Glück ist eine Tür direkt hier. Ich glaube, der ist weg, ne? Ne, der lebt noch. War. Der hat einen Flammenwerfer. Jetzt ist er weg. Ich bin am Terminal. Achso. Mein Gott. Ich war irgendwie verwirrt, wie man noch immer das mit den... diesen Koordinaten, der macht hier C4 und also was für einen Moment. Okay. So. Ja, wir sind hier. Okay, ja, das wird jetzt auch noch wieder ein bisschen dauern. Huh? Hm.
Ja, so langsam. Bisschen. Ja, ist er da? Ist er da in die Dings hier? Die Festung oder was? Müssen neue Leute hier evakuieren, mein Gott. Dauert doch schon sehr, dauert auch schon Zeit. Sah halt auch ein bisschen klein aus. Oh Mann. Oh mein Gott, ist das weit weg. Positioniere Pin, nordöstlich, weit weg. Aber jetzt müssen eigentlich schon unterwegs gewesen sein. Ja. So, ich muss mal den 4 Minuten einschaffen, 5 Minuten. Das ist eine Höllenbombe. Ja, sein könnte, da war. Also irgendwas gewesen wäre. Ja, jetzt verschwinden wir. Ich beide für den einen umgedreht, ey. Okay. Ah ja, hier sind wir gewesen und haben alles getötet. Wie ein historischer Schauplatz hier. Von wie weit die uns hier noch abschießen, ey? Ich sehe gar nicht, was die uns hier abschießen. Sie einfach nur die Laser hier an uns vorbeifliegen. Ja. Von so weit wollen die uns noch abschießen. Aber wir jetzt hier nicht alles haben, dann weiß ich auch nicht. Eine Sache haben wir wahrscheinlich wieder verpasst, so eine Mikrowelle oder so. Aber wir haben mehr normale Proben als seltene ausgezeichnet. Ja. Na dann mal los. Fordere Evakuierung an. Boom. Evakuierungsanfrage bestätigt. Shuttle im Anflug. Probe gesammelt. Von wo kommt er, Leute? So, von da. Ja, bitte geschützt. Kennzeichen der Position. Nördlich. Natürlich hat er mir eingerufen. Magazin. Ich hab mal geschützt, ey, vor euch. Ich hab Flugschiff hier.
euch die Freiheit! Gern geschehen. Da kommt wieder eine Gruppe von Chainsaw Man. Wo genau? Wir leben noch. Pass auf, da kommt einer direkt. Na dann mal rein da. Puh. Das war doch wieder easy. Hier so derbe gefailt haben wir irgendwie heute noch nicht. Was war eine, wo uns die Zeit ausgegangen ist. Flugabwehr Dinge bevor verpasst haben. Boah. Boah.